Hier mal nur ein kleines und kurzes Update. All das, was wir heute Morgen besprochen haben, war so aktuell, dass wir das nicht wiederholen müssen. Aber es gibt dennoch immer ein Fragezeichen, und zwar hauptsächlich das der nächsten Woche. Wie sieht es da aus? Und da habe ich jetzt noch die sogenannten Zwölferläufe abgewartet. Grüße Sie und grüße euch. Wir schauen mal ganz kurz auf die Monatsentwicklung vom Nullerlauf, also vom amerikanischen GFS-Modell. Die Modelle kippen jetzt seit ein paar Tagen in Richtung kälter, und der sogenannte Hauptlauf von heute früh ist dann schon weiter runtergegangen und hat sogar mal das langjährige Mittel kurzzeitig unterschritten. Da werden wahrscheinlich die Läufe noch nachziehen, wenn es nach dem amerikanischen GFS-Modell geht. Nichtsdestotrotz bleibt der Januar extrem mild immer noch. Schauen wir mal auf die Ensembles, die wurden Gott sei Dank mal wieder gerechnet. Das ist die Linie des langjährigen Mittels in 1500 Meter Höhe aus 30 Jahren. Das ist die Linie aller Modellberechnungen, die wir in bunt finden. Und hier unten sind die Niederschlagssignale. Die nächsten Tage sind eher nasskalt und rau. Immer wieder mit Niederschlagssignalen in der Höhe mit unterdurchschnittlichen Temperaturen. Aber dafür, dass wir zu viel Wind und Durchmischung haben, reicht das einfach nicht für kaltes Winterwetter. Dann kommt hier dieser kleine Wärmeberg in der Höhe. Gleichzeitig ist der niederschlagsfrei. Das muss nicht heißen, dass es milder wird. Wenn es windstill ist oder der Wind aus östlichen Richtungen bodennah kommt, ist es eher kälter als das. Und hinten raus, nach Mitte Januar, geht es mit den meisten Modellläufen wieder runter, teilweise richtig weit runter. Das, was ich heute Morgen gezeigt hatte mit diesem Kaltluftsack, der wird immer mal wieder berechnet, mit entsprechenden Niederschlägen, meist dann als Schnee. Im Westen Deutschlands ist der Wärmeberg ein bisschen ausgeprägter und hier ist die Kühle der nächsten Tage nicht ganz so stark. Es ist aber dafür noch mal nass. Dann kommt die trockene Phase und hinten raus gehen auch hier die Temperaturen zurück, wobei sich da zwei Cluster rauskristallisieren. Einer, der noch relativ mild bleibt, und der andere stark gebündelt, der nach unten geht und dann hier eine nasskalte Witterung einleiten könnte und würde, wo es auch mal bis zum Rhein, zur Mosel, an die Saar und an die Ruhr auch schneien könnte. Im Osten sind wir eigentlich fast die ganze Zeit über unterdurchschnittlich von den Temperaturen, mit wenigen Niederschlägen jetzt Richtung Wochenende. Dann kommt der kleine Wärmeberg, der hier überhaupt nichts zu sagen haben müsste, wenn wir Ostwind hätten. Und im weiteren Verlauf geht es wieder deutlich runter mit etlichen Läufen, die weit unter dem langjährigen Mittel sind und entsprechende Niederschlägen, meist dann als Schnee. Und da sind ein paar Läufe dabei, schaut mal hin, die sind unter dem Mittel. Das sind so welche, wo bodennah dann doch Ostwind käme, bis etwa 1500 Meter Höhe reichende Kaltluft von bodennah aus gesehen und entsprechend kalte Temperaturen. Im Süden ist das noch ausgeprägter. Auch hier die Niederschläge und diesen kleinen Zacken, den ihr da seht, das ist, bevor ein Tief kommt, wird Warmluft angezapft und danach kommt sofort die Kaltfront mit den Niederschlägen. Und da, wo der Wärmepeak ist, ist unten auch diese kleine Niederschlagsdelle. Der ist interessant, dieser Lauf, der würde weit runtergehen bis minus 15 Grad und brächte sogar Schnee, ist nur einer. Ansonsten ginge es auch hier rauf, dann allerdings hinten raus wieder runter und das käme so gut wie alles als Schnee. Das war heute Morgen übrigens der sogenannte, heute Mittag, der sogenannte Hauptlauf. Und jetzt schauen wir uns noch ganz kurz die Schnee Höhen an. Nach dem sogenannten Nullerlauf am Sonntagabend sollte das liegen in den östlichen Mittelgebirgen und allgemein in den Mittelgebirgen. Eine doch recht ansehnliche Schneedecke. Im Nordosten ein bisschen was und auch im Flachland in Süddeutschland eine leichte Schneedecke. Der Sechserlauf zeigte das im Prinzip ähnlich. Außer in Berlin-Brandenburg, hier nördlich von Berlin, auch eine mächtigere Schneedecke. Im Nordwesten im Tiefland nichts. Das europäische EZMWF-Modell ist da immer so ein bisschen forsch und ja, denkt sich, ach, machen wir ein bisschen mehr Schnee nicht, und haben hier verbreitet dann Schnee wieder in Deutschland, nur im Nordwesten nichts oder weniger. Und jetzt gehen wir kurz auf die gemittelte Wetterlage ein für den 15. Januar, wo alle Modelle miteinander gemittelt sind. Das ist diese weiße Linie. Da haben wir so ein Hochtandem, eins auf dem Atlantik und eins hier über Österreich-Ungarn. Im Norden dieses fette Tief mit der Kaltluft und die lungert und wartet. Und die Läufe, die so alle nach unten gegangen sind, das sind die, wo dann diese Kaltluft nach Süden ausbüchsen würde und das Hoch würde bestimmen. Und diese Linie hier, die 552er, der Jetstream, ist wie mit einem Lineal gezogen. Und das ist in Anführungszeichen unnatürlich. Da wartet man drauf, dass das irgendwann wieder durchbricht. Die Temperaturen in 1500 Meter Höhe, im Norden kalt, im Süden mild, aber unter Hochdruck hätte das nichts Großes zu bedeuten. Und dann eben ein paar Tage später, am 20. Januar, deutet sich immer noch der Hochkeil an. Das steuernde Hoch auf dem Atlantik. Das Tief ist immer noch hier und es soll ein Trog über Mittel- und Osteuropa in den
den Mittelmeerraum gehen mit entsprechend kälteren Temperaturen. Die minus 5 Grad Isotherme Pi mal Daumen läge östlich der Elbe. Und das wäre dann im Mittel nasskaltes Winterwetter. Wir haben aber gesehen, es sind zwei Cluster. Entweder ist es das eine Cluster, wo wir Westwind haben und es geht mild weiter, oder der andere Cluster, wo einfach die Kälte von Norden reinkommt und Winterwetter in ganz Deutschland und ganz Mitteleuropa bringen könnte und würde. Und das kriegt der Januar locker hin. Gehen wir mal ganz kurz, haben wir schon länger nicht mehr gemacht, auf den 35-Tage-Trend ein. Für den Nordosten Deutschlands Linien wieder dasselbe. Auch hier, wir bleiben eigentlich in 1500 Meter Höhe hier über den gesamten Vorhersagezeitraum unterdurchschnittlich. Hat allerdings am Boden gar nichts zu bedeuten, wenn wir Durchmischung haben durch Tiefdruck. Und das sehen wir auch hier. Immer sind Niederschlagssignale dabei. Was allerdings auffällig ist, achtet mal darauf, es sind ein paar Ausreißer dabei, die ziemlich weit nach unten gehen. Das wären dann so Lagen, Nordostlagen, wo mal Kaltluft angezapft werden könnte. Im Gegenzug gibt es natürlich auch Läufe, die weit nach oben gehen, tief vorderseitig, wo wir mal eine Südlage bekämen. Im Südwesten Deutschlands sind wir auch leicht unterdurchschnittlich und erst hinten raus in der ersten Februardekade um das langjährige Mittel herum, auch mit den Ausreißern nach unten und nach oben. Niederschläge sind auch vorhanden. Das heißt, in der Wetterlage, in der wir jetzt befinden, kommen wir mittel- und langfristig überhaupt nicht raus. Und wo wird die Weiche gestellt? Geht sie mal in Richtung mild? Geht sie mal in Richtung kalt? Geht sie in Richtung mild? Haben wir den Siff, den wir vor ein paar Tagen hatten? Geht sie in Richtung kalt? Dann haben wir ruckzuck wieder Winterwetter, wie in weiten Teilen Deutschlands zu Weihnachten, wo es ja so kalt war. Das ist diese Grenzwetterlage, die wir auch schon vor Ultimo besprochen haben. Kommen wir jetzt ganz kurz zur kommenden Woche. Das ist das deutsche Modell Icon. Für Mittwoch der kommenden Woche, 12 Uhr mittags, laut UTC, also 13 Uhr unserer Zeit, mit dem kräftigen Hoch vor Europa. Isobarendrängung hier, liniengleichen Luftdrucks. Damit hätten wir Siffluft, die von der Nordsee hereingezogen käme. Die Kaltluft verschwendet nach Osten und eine Nase von minus 5 Grad in 1500 Meter Höhe ragt in den Süden Deutschlands, südlich der Mittelgebirge. Hier wäre es dann pseudowinterlich und im Nordwesten käme dann tiefes Gewölk auf mit Nieselregen und würde eine ganz unwinterliche, ganz ekelhafte Mischung bringen, zusammen noch mit Wind. Hat mit Winter nichts zu tun. Jetzt habe ich den amerikanischen GFS-Lauf noch abgewartet. Der ist ja seit Tagen ein Ausreißer und stemmt sich gegen viele Modelle, wobei andere jetzt anfangen nachzuziehen. Achso, ganz kurz noch. Die Hochachse ist wichtig. Hier, das heißt, sind wir nördlich der Hochachse, ist es mild, sind wir südlich der Hochachse mit Ostwind entsprechend kalt. Kommen wir jetzt zum amerikanischen GFS-Modell. Da liegt das Hoch mit seinem Kern über dem Baltikum. Das ist eine völlig andere Voraussetzung für die Witterung. Wir haben wieder die Isobarendrängung nördlich des Hochs. Diese milde Siffluft geht dann Richtung Skandinavien, wo es bisher immer so kalt war. Und unter dem Hoch rum grätscht dann über die Schneeflächen Osteuropas die kalte Luft Richtung Mitteleuropa und würde mit Ostwind zu uns kommen. Und in 1500 Meter Höhe legen die Temperaturen fast genauso, wie wir es eben gesehen haben. Nur kommt da keine Nordsee-Siffluft ran, sondern bodennah kalte Luft. Obwohl die Temperaturen in 1500 Meter Höhe, wir gehen nochmal zurück, achtet mal darauf, hier 0 Grad, hier minus 5 Grad und wenn wir jetzt wieder nach vorne gehen, haben wir hier minus 5 Grad und hier an die 0 Grad, das sind die exakt selben Temperaturen in 1500 Meter Höhe. In Bodennähe liegen aber die Werte rund 15 Grad, wenn es reicht, auseinander, weil von Osten eben die Frostluft kommen würde. Das ist das, mit dem wir uns gerade beschäftigen und zu guter Letzt auch noch hier die Hochachse. Die verläuft nördlich von uns, das heißt südlich davon mit dem Tief über dem Mittelmeerraum wäre es eine kalte Ostströmung und da oben drüber eine milde West- bis Südwestströmung. Das ist das größte Fragezeichen in der nahen Mittelfrist, mit dem wir uns jetzt zu beschäftigen wissen.